Herzliches Hallo an euch Fallschüler. Heute machen wir weiter mit unserer Judo-Rolle vorwärts und mit den Fallen nochmal. Wir machen mal wieder ein paar Mutproben und so. Und am Anfang, wie immer, machen wir ein kleines Aufwärmen. Dafür braucht ihr zwei Gürtel oder was Gürtelähnliches. Ihr könnt auch richtige Hosengürtel nehmen, ihr braucht keinen Judo-Gürtel nehmen. Ihr könnt auch Handtücher nehmen und könnt die hier so zusammendrehen, das geht auch, ja. Also sowas hier geht genauso. Einfach sowas mal holen und dann müsst ihr es in einem Kreuz hinlegen. So. Und so. Ja, da ist ein Kreuz. So müsst ihr es hinlegen. So, jetzt warte ich mal kurz, bis ihr euer Zeug habt. Hol es mal kurz, legt es bitte in den Kreuz hin. So, was ihr dann noch braucht, was ihr nachher noch braucht, ist ein Besen oder ein Besenstiel. Ihr braucht einen Stuhl. Wir machen nachher ein bisschen was Besonderes bei der Fallschule. Und natürlich braucht ihr eure Fallhilfe. Ja? So, wenn ihr das denn alles habt, dann starten wir so langsam. Ihr müsst einen Fuß mit und einen Fuß ohne Socke haben für die nächste Übung. Wenn ihr schon wisst, was rechts links ist, ich habe links jetzt eine Socke an, rechts keine Socke. Und die erste Übung, wir machen jetzt immer das nach Zeit. Ich muss nur kurz die Uhr holen. Wir machen das zum Aufwärmen immer nach Zeit. Das heißt, er springt auf der Stelle. Und wenn ich sage Socke, geht der Sockenfuß mal ganz kurz nach vorne, über die Linie drüber. Und dann kommt er wieder zurück und springt wieder ganz normal. Dann sage ich Barfuß, zack. Immer auf der Stelle springen, Socke, Socke, Barfuß, Socke und so weiter. Okay? Seid ihr bereit? Wir machen es eine Minute lang und los geht's. Springen zur Stelle. Socke, Socke, Barfuß, Socke, Socke. Oh, Fehler. Socke, Socke. Barfuß, 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 Socke, Socke, Barfuß, 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 Socke, 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 Socke. Barfuß, 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 Socke, Barfuß, Socke, Barfuß, Barfuß, Socke. Und stopp. Gut. Okay, nächste Aufgabe. Jetzt müsst ihr, wenn ich sage Barfuß, nicht gerade nach vorne gehen, sondern schräg ins andere Feld. Okay, also ich sage Barfuß. Schräg ins andere Feld. Wenn ich sage Socke, schräg ins andere Feld. Und wieder zurück. Und ihr lauft diesmal auf der Stelle. So. Sag Barfuß, zack. Barfuß, zack. Socke, zack. Und dreht ihr immer so ein bisschen euren Po mit. Okay? Fertig. Los geht's. Barfuß. Aber das war falsch, gell? Barfuß. Barfuß, Socke, 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 Barfuß, Socke, Barfuß, Socke. Oh, war falsch. Barfuß, Barfuß, Socke. Sie haben mit dem Kopf woanders ist. Socke, dann geht was schief. Barfuß, Barfuß, Socke. Socke,
Barfuß. Barfuß. Oh, shit. Barfuß. Habe ich über die nächste Übung gedacht. Mann. Barfuß. Socke. Barfuß. Okay, und stopp. So, die nächste Übung. Jetzt springen wir zusammen, Beine zusammen, als wenn sie zusammengebunden wären. Wenn ich sage Socke, der steht hier in der Mitte, Socke in die Sockenrichtung, wie ein Kreis, das heißt so rum, in die vier Felder rein. Sobald ich sage Socke, dreht die um und geht in die andere Richtung, in die Sockenrichtung. Ja? Also, barfuß, eine Minute und die Beine bleiben immer zusammen. Socke. Jetzt bringe ich hier in die Sockenrichtung. Barfuß. So rum. Ja, und schon weiter. Socke. Wieder so rum. Da wird die Socke ernappt. Barfuß. In die andere Richtung. Socke. Und weiter, barfuß. Andere Richtung. Socke. Und nochmal barfuß. Sehr gut. Und stopp. Sehr gut gemacht. So. Nächste Aufgabe. Jetzt machen wir es auf einem Bein. Wir springen immer auf einem Bein in die vier Felder und immer auf dem Bein, wo ich sage, auf dem springt ihr gerade. Das heißt, ich sage barfuß, stehe auf barfuß und lauft und springt in der Barfußrichtung um das Viereck. Ja, also in die vier Felder. Ich sage Socke, stehe auf die Socke und springt auf der Socke um die vier Felder, in die vier Felder. Okay, fertig und barfuß. Ich muss ein bisschen langsam tun. Ich habe ein bisschen wehgetan wieder an meinem Sprunggelenk. Da bleibt meine Schiene nicht da. Deshalb kann ich dann nicht so gut mitmachen. Socke. Ganz auf den Sockenfuß in die vier Felder springen. Weiter. Barfuß. Auf den Barfußfuß in die vier Felder springen. Socke. Auf dem Sockenfuß, nicht mehr lange, das halt ihr durch. Und letztes Mal nochmal Barfußrunde, los geht's. Eine Barfußrunde noch. Gut, super. Okay. Sollte das ein bisschen warm sein? Dann machen wir nochmal schnell unsere Krafttrainingsrunden fürs Fallen, damit eine Körperstabilität bekommt. Geht kurz was trinken. Ich muss auch kurz was trinken. Schnell holen. Herzuholen von vorher. So. Kurz was trinken. Und wir starten mit dem Krafttraining nochmal. Mit unseren wichtigen Halteübungen. Erste Halteübung hier vom Kopf. Kopf hoch. Und wir halten den Kopf oben. Schön nach vorne schauen. Wenn ihr den Bildschirm habt, schaut genau mich an. Kurz auch zu euch, ihr habt gesehen, wie es geht. So, Kopf hoch, nicht so. So, Kopf wieder schön nach oben. Immer schön den Bildschirm schauen. So, nach oben halten. Und ich zähle jetzt gleich von 10 auf 0 runter. Und dürft ihr hinsetzen. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3,
2, 1,5, 1,25 und die 1 und die 0,7, 0,5, wir sind nicht ganz bei der 0, immer noch oben halten und 0 absetzen. Sehr gut. Gut. Nächste Übung. Ihr könnt ein bisschen mitzählen, ja, wenn ihr wollt. Nächste Übung, wir machen das Schiffchen auf den Bauch. Das heißt, wir halten uns hier so, Arme und Beine hoch und so halten. Ja? Seid ihr bereit? Fertig und los. Und halten. Oh, falsches Ding. So. Schön immer oben bleiben mit den Armen. Und gleich zähle ich wieder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5 und 0 absetzen. Sehr gut. Super. Dieselbe Übung jetzt auf dem Rücken. So. Hinlegen, so sein. Ganz lang. Muss ein bisschen die Uhr halten. Ich muss anders machen. Ich strecke nur einen Arm nach hinten. Seid ihr bereit? Und los. Und halten. Okay, mach so. Schiffchenposition ist das. Halten. Schön die Schiffsspitze hier. Nicht so machen. So und so in dem Kopf, Schiffsspitze und der Bug, das Ende vom Schiff, nee, das Heck, das ist der Bug, das ist der Heck. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, kommt, halten, 0,4, 0,3, wird immer kleiner, 0,2, 0,1 und stopp. Woo, war anstrengend. Okay, so, wir haben es im Krafttraining, das reicht mal. Dann kommen wir zum Rückwärtsfallen. Wenn ihr euch nochmal dran erinnert, Rückwärtsfallen nochmal. Das macht ihr jetzt gleich selber. Eine Minute, ich zeige es nur kurz nochmal seitlich vor. Nehmt eure Fallhilfe, legt die hin, Kopf nach unten, tief gehen, nach hinten kippen, Beine strecken, abschlagen. Nicht mit dem Kopf, nach hinten gehen. Kopf oben halten, so wie vorher bei der Übung. Könnt ihr schon so halten, Schiffchenposition, bam. Alle Muskeln anspannen. So, eine Minute und los geht's. Ich zeige es nebenher für die, die neu sind. Langsam vor. Die Profis unter euch, die das schon ganz oft gemacht haben, die können es einfach in ihrer eigenen Geschwindigkeit machen. Ich zeige es von allen Richtungen vor, dass ihr seht. Kopf runter. Tief gehen. Fallen. Kopf runter. Tief gehen. Fallen. Kopf runter. Tief gehen. Fallen. Wenn die Beine lang machen, ja, und nicht über dem Kopf die Beine, sonst rollt der Kopf auf den Boden. Jetzt kann er die andere Socke ausziehen. Stehe ich besser. Gut und stopp. Okay. So, wir machen heute keine
große Mutprobe zum Rückwärtsfallen. Das ist eine kleine Auffrischung. Aber zur Judo-Rolle vorwärts. Sie machen jetzt die Judo-Rolle vorwärts normal. Nochmal, wenn ihr euch daran erinnert. Fuß auf eure Fallhilfe. Stütze bauen. Mit der anderen Hand. Rechtes Bein, linke Hand. Rad bauen. Kopf schaut über die Stütze nach hinten an die Wand. Dann drückt ihr euch hier mit den Beinen nach vorne ab. Rollt und steht, dass ihr dabei kämpfen könnt. Macht das beidseitig bitte. Stürmen, Fallhilfe betreten. Stütze, Rad und ab geht's. Und stehen. Okay? Eine Minute. Los geht's. Ich zeige es dir von allen Seiten vor. Falls wir Neulinge dabei haben. Fallhilfe betreten. Stütze. Rad, Kopf nach hinten und rollen. Zur anderen Seite, zeig's von hinten. Fallhilfe betreten, Stütze, Rad. Ich schaue in die Kamera rein, richtig über die Schulter, nicht so. Richtig über die Schulter, abdrücken, über das Rad rollen und stehen. Zeig ich nochmal. Fallhilfe, Stütze, Rad. Rollen. Nochmal von der anderen Seite. Fallhilfe, Stütze, Rad. Und stehen. Gut, und stopp. So, jetzt kommen wir zur Mutprobe. Ihr könnt auch kurz was trinken. Ich trinke auch kurz was. Die Mutprobe. Heute ein bisschen gefährlich. Aber ist halt auch eine Mutprobe. Wenn ihr ein bisschen einen Fehler macht, kann es sein, dass es vielleicht auch weh tut. Ein bisschen, nicht so dolle. Aber das überlebt ihr. So, ihr nehmt jetzt euren Stuhl oder einen Hocker und legt da euren Besenstiel vor. Ja, durch den Besenstiel hier. Zum Ausfahren könnt ihr einen richtigen Besen nehmen, ist mir egal. So, den legt ihr so drauf. Der ist locker. Jetzt fasst ihr ihn. Jetzt macht ihr das im Prinzip, was wir gerade so gemacht haben. Ihr geht mit einem Schritt vor. Das heißt, wenn hier jetzt die Bank steht oder wenn hier jetzt euer Stuhl steht, dann geht ihr mit dem anderen Bein nach vorne. Links steht der Stuhl, rechts geht nach vorne. Die rechte Hand fest an den Besenstiel, die linke Hand macht nicht so, sondern die macht vor. Den Stuhl ein bisschen vorschieben. So. Die macht vor dem Besenstiel die Stütze. Und jetzt rollt ihr über den Besenstiel drüber und nehmt ihn mit. Ja, ich zeige es nochmal. Besenstiel hin. Da. Dann gehe ich, links steht der Stuhl, rechts vor, Hand geht am Besenstiel, die Stütze geht nach unten, der Kopf geht nach hinten und dann rolle ich über den Arm, der den Besenstiel festhält. Ihr müsst über den Besenstiel rollen, richtig hoch und aufrecht. Dann mache ich das auch zur anderen Seite. Besenstiel hin, steht der Stuhl rechts, gehe ich den linken Bein nach vorne, ich stolpere, fasse an den Besenstiel, baue die Stütze, Kopf geht nach hinten und ich rolle über den Besenstiel nach vorne. Ihr müsst ein bisschen gucken, dass es seitlich nichts ist, nicht, dass ihr was runterreißt dann. Okay? Oder den Besenstiel in die Glasscheibe von eurem Wohnzimmerschrank katapultiert oder so. Ja, da ein bisschen Augen auf, was es seitlich ist. Nicht, dass ihr was kaputt macht. So, Besenstiel. Ich laufe. Hups, ich stolpere. Besenstiel, zack. Über den Besenstiel drüber. Und den dürft ihr gerne mitnehmen. So. Das Ganze dient dazu, dass ihr
ein bisschen aufrechter seid beim Rollen und nicht so klein macht. Ja? Nachher, später, fallt ihr mal über einen Partner drüber, der so groß ist wie ihr. Ja? Deshalb müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr ein bisschen höher rollt, euch ein bisschen abdrückt mit den Beinen und über den Besenstiel drüber rollt. Okay? So, eine Minute. Ja, unsere letzte Übung schon für heute. Und los geht's. Zeit läuft. Besenstiel festhalten. So. Stütze bauen. Kopf geht nach hinten. Und dann über den Besenstiel drüber rollen. Den dann gerne mitnehmen. Bei Halbzeit wechselt die Seite. Ja. Jetzt Seite wechseln. Stell den Stuhl auf die andere Seite. So. Besenstiel. Und los geht's. Festhalten. Ihr geht mit dem rechts steht der Stuhl. Linkes Bein nach vorne. Besenstiel mit links festhalten. Stütze geht runter. Und dann rollt ihr drüber. Achtet drauf, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ihr könnt es ja gleich nochmal machen. Achtet, dass ihr den Besenstiel festhaltet, nicht da festhalten, so ein bisschen rüber geht. Ja? So ein bisschen schräg, sodass die Hand ungefähr da ist, wo euer anderes Bein ist. Ja? Und dann könnt ihr hier über den Besenstiel drüber rollen. Okay? So, das war die letzte Übung, die letzte Mutprobe für heute. Wiederholt es ruhig nochmal. Ja, ihr habt hier keinen Zwang, dass ihr das genau 20 Minuten machen müsst, so wie wir es hier machen. Ihr könnt es sehr gerne wiederholen, es hilft euch, wenn wir loslegen dürfen. Und dann seid ihr schon besser im Fallen drin. Okay. So, dann dehnen wir uns noch am Schluss. Setzen uns hin. Das kennt ihr schon, unser Dehnen. Beine lang. Geh nach vorne. Rein die Zehen fest, wenn ihr im Kindergarten wart, heißt es, wenn man einen Käfer, schön die Knie nach unten. Wer das schon kann und für den das schon einfach ist, kann versuchen, mal mit der Stirn zu den Knien runterzugehen. Das schaffe ich leider nicht mehr, bin schon ein bisschen zu alt dafür, aber vielleicht schafft ihr das. Mit der Stirn zu den Knien runter. Ja. Gut, Fußsohlen zusammen. Und dann hier nicht Schmetterling machen, sondern wir drücken jetzt mit der Hand, ups, ein bisschen enger, mit der Hand die Knie nach unten. Gut. Fassen wir die Ferse an, selbe Hand und selbe Bein. Lang machen und mit der anderen Hand noch leicht übers Knie, sodass ihr das Bein richtig lang machen könnt. Muss wie ein Strich sein. Ja, also nicht so. Sechs mal mit der Seite, nicht so. Das kann jeder. Und so. Ganz lang machen. Perfekt. Dann räumen wir das Bein ran. Und gehen mit der Fuß zur Brust. So nah wie möglich. Das hier ist spannend. Seht ihr auch, da ist die Hose ganz gespannt hier. Gut. Seite wechseln. Bein lang, draufdrücken. Bein runter an die Brust. Gut. Und wir gehen mit den Füßen in den Kopf auf den Boden. Schön hoch mit dem Popo, so hoch wie möglich. Und dann ganz weit nach hinten schieben. Bis die Zähne im Kopf sind, ruhig hinten bleiben. Zählt, wenn ihr die Zähne im Kopf habt, auf 10. Für wen das schon ganz einfach ist, der kann seine Knie, das sage ich jedes Mal, neben die Ohren ablegen und neben die Schultern und versucht mit den Knien dann die Ohren zuzuhalten. Ja, schaffe ich nicht mal so ganz, aber das könnt ihr hinkriegen.
dann dürft ihr nach vorne kommen. Hände zusammen, hinter den Kopf und Kinn auf die Brust. Gut. Letzte Übung, unsere Gefangenenübung. Kennt ihr schon alle auswendig? Auf den Bauch legen. Ich habe euch gefangen, gefesselt, in meinen Keller gelegt, die Hände so ineinander. Jetzt müsst ihr ohne Hände aufstehen. Aber dreht euch nicht auf den Rücken, sondern müsst ihr so aufstehen. Und dann über den Popo nach unten. So, jetzt viel gegessen. Und mit den Zähnen dann die Fesseln aufmachen. Gut, das war's mit der Fallschule für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Nächste Woche gibt es eine neue. Tschüss, ciao, bye, bye.